Hi Leute, das ist mein erstes Video und ich habe beschlossen, einen YouTube-Kanal zu beginnen, weil ich sehr viele inspirierende andere YouTuber gefunden habe, die über ihre chronische Krankheit YouTuben und die ein bisschen was von ihrem Leben teilen. Und ja, ich bin auch schon eine ganze Weile krank. Ich bin krank, seitdem ich ungefähr 12 Jahre alt bin. Bin jetzt vor kurzem 22 geworden, also seit 10 Jahren, und ich habe einen systemischen Lupus. Und ja, ich möchte gern ein bisschen was darüber erzählen, in diesem Vlog. Es soll ein Vlog werden, in dem ihr mich begleiten könnt, weil so eine Erkrankung auch sehr, sehr viele, naja, Steine in den Weg wirft und das halt auch sehr schwierig ist, damit umzugehen und auch mit anderen Menschen umzugehen und ihnen zu erklären, was man eigentlich hat. Genau, und so möchte ich euch eigentlich mit diesem Vlog einfach ein bisschen mitnehmen und euch so ein bisschen zeigen, wie es halt einfach ist, chronisch krank zu sein oder einfach generell ein bisschen was aus meinem Leben teilen. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ah, ich habe ziemlich lange gebraucht, um diesen Vlog zu starten, weil ich mich halt auch, naja, immer gefragt habe, hat das überhaupt Sinn und kommt da so viel dabei rum, so einen Vlog zu starten. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich es gerne beginnen möchte und eigentlich auch aus der Situation heraus, dass ich momentan auch wieder sehr, sehr viel mit meiner Krankheit zu tun habe, dass ich sehr müde bin und geschafft bin. Und ja, ich glaube, man sieht das heute auch einfach. Ich sehe, glaube ich, nicht aus wie das Leben in Person. Ich meine, wann sehe ich das schon? Aber heute ist es halt ein sehr anstrengender Tag. Und ich merke halt einfach, dass ich nicht ganz genauso gesund bin wie andere. Aber ja, möchte halt trotzdem gerne darüber berichten.